Hallöchen, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem weiteren Video. Wird CS2 auf meinem PC laufen? Das fragen sich aktuell viele. Manche haben ihre PCs über die Jahre gut gewartet bzw. geupdatet und immer wieder neue Grafikkarten und sonst was reingeballert. Andere fahren mit ihrem 5 bis 10 Jahre alten System nach wie vor sehr gut. Aber reicht das auch für CS2? Das werden wir uns jetzt anschauen. Da es diesbezüglich noch keine offiziellen Angaben gibt, haben sich diverse Seiten auf die aktuellen Source 2 Titel gestürzt und geschaut, was die für Angaben haben und daraus eben die wahrscheinlichen CS2 System Requirements ausbaldowert. Ich war auf vielen Seiten unterwegs, habe mir jetzt aber am Ende 3 rausgesucht, von denen ich die Informationen nehmen werde. Einmal PC Game Benchmark, dann eSports GG und zu guter Letzt noch .eSports. Jede dieser Seiten hat sich, wie gesagt, bereits vorhandene Source 2 Titel angeschaut und dann in Annäherung versucht herauszufinden, was CS2 wohl dann brauchen wird. Auf .esports.com haben sie Folgendes geschrieben für die minimalen Systemanforderungen. Das wäre hier ein Windows 10 64-Bit Operation System, ein Dual-Core Intel- oder AMD-Prozessor mit 2,8 GHz Speed, 4 GB RAM. Und von den Grafikkarten her haben sie jetzt hier geschrieben, eine DirectX 11 kompatible Grafikkarte, also eine Nvidia GeForce 8600, 9600 GT oder eine ATI AMD Radeon HD 2600 oder 3600. Disk Space wird es wohl ca. 40 bis 60 GB brauchen, aber gerade da denke ich, ist es ganz schwierig, das eben auszubaldowern, wie viel da wohl gebraucht wird. Ich habe irgendwo gelesen, dass CSGO, ich glaube, 11 GB hat oder so. Und ja, das war dann so ihre Daumenpeilung. Aber ich denke, da werden die wenigsten ein Problem haben, weil gerade Storage kann man sich ja dann doch recht schnell dazu holen und meist auch eher günstig. Das waren jetzt die minimalen Anforderungen, die sie hier durchdacht haben in Bezug auf Dota 2. Dann gibt es ja nochmal welche in Bezug auf Half-Life Alyx. Das wären die folgenden. Ein i5 7500 bzw. Ryzen 5 1600 Prozessor. 12 GB RAM und bei der Grafikkarte eine GTX 1060 oder eine RX 580 mit 6 GB VRAM. So viel zur ersten Seite .esports.com. Dann haben wir hier auf esports.gg noch eine Angabe. Da haben sie jetzt nicht großartig unterteilt, sondern einfach gesagt, sie gehen davon aus, dass man Windows 10 oder darüber braucht, auch die 64-Bit-Version, ein Intel Core i5 2500K oder AMD FX 6300, mindestens 8 GB RAM, eine Nvidia GeForce GTX 660 oder AMD Radeon HD 7850, DirectX 11 und ca. 50 GB Festplattenspeicher. Die letzte Seite, pcgamebenchmark.com, gibt auch nochmal eigene Angaben vor, wobei die sich auch nicht großartig von den bisher genannten unterscheiden. Die haben auch Minimum und Recommended Specs und auch einen Test, wobei ich den nicht versucht habe, weil ich die Seite eigentlich nicht wirklich kenne. Hier kann man tatsächlich direkt testen, ob der eigene PC die ganze Geschichte schafft oder nicht. Ich kann da aber nicht eben drauf verweisen, weil ich ja keine Ahnung habe, was da genau gemacht wird und ob man sich da nicht irgendwie den PC zuscheißt. Aber ihre Angaben sind folgende. Sie sagen Minimum Requirements für CS2. 8 GB RAM, eine Nvidia GeForce GTX 1060, einen Intel Core i5 7500, 50 GB Festplattenspeicher und Windows 10. Bei den Recommended Specs geben sie Folgendes an: 16 GB RAM, eine Nvidia GeForce RTX 2070, einen Intel Core i7 9700K und eben auch wieder 50 GB Festplattenspeicher und bis zu Windows 11. Und hier hoffe ich ganz fest, dass das nicht notwendig sein wird, um das Beste rauszuholen. Also, dass man Windows 11 wirklich haben muss, weil ich habe da aktuell, so wie viele andere auch, eigentlich keinen Bock drauf, mir Windows 11 anzuschaffen. Ich sehe jetzt hier gerade, dass man diesen Test auch mit eingetragenen Systemdetails machen kann. Also, ihr müsst gar nicht diesen automatischen Test laufen lassen, sondern ihr könnt auch einfach auf deren Seite angeben, was ihr für Specs habt und dann rechnet euch die Seite aus, ob CS2 eben bei euch laufen wird oder nicht. Ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Jede Seite hat auch nochmal erklärt, wie sie eben genau an die Daten gekommen sind, beziehungsweise was die Überlegung bei der ganzen Sache war. Ich wiederhole hier aber nochmal, dass es keine offiziellen Daten zu irgendwelchen System Requirements für CS2 gibt. Ich denke, beim Release werden die dann hoffentlich vorhanden sein, wahrscheinlich einfach auf Steam stehen. Aber ja, aktuell ist da noch nichts vorhanden, es ist alles Spekulation. Es kann auch sein, dass man deutlich bessere Komponenten braucht oder eben viel schlechtere, wobei wir, finde ich, gerade mit den Dota 2 Minimum Requirements vorhin schon ziemlich weit unten waren. Also ich denke, das wird keiner unterschreiten können. Also zumindest heutzutage nicht mehr.
Aber ja, ist wie gesagt schon alles nur so, wir glauben oder wir gehen davon aus. Es steht da jetzt nichts fest. Ich drücke natürlich jedem von euch die Daumen, dass bei euch CS2 laufen wird. Alleine schon, was die Möglichkeit angeht, eben auch weiterhin mit uns zu zocken. Also wenn CS2 da ist, werden wir logischerweise CS2 in den Streams spielen. Und ja, das sollte natürlich nicht sein, dass dann jemand wegbricht, weil er dann halt das Spiel nicht spielen kann, weil es zu krass ist von den Specs her. Ich drücke da ganz fest die Daumen und gehe aber auch stark davon aus, dass Valve das im Auge hat. Es war ihnen schon immer wichtig, dass die Sachen gescheit laufen, auch eben auf nicht so guten PCs. Und ich denke, man kann wahrscheinlich sehr, sehr viel auch einfach runterstellen. Nicht nur über die in-game gegebenen Optionen, sondern eben auch wieder über die guten alten Startoptionen, um dann vieles noch rauszuholen, also an FPS. Von daher denke ich, muss man sich gar keine so großen Gedanken machen, aber natürlich sind die Gedanken dennoch da. Also gerade bei so einem großen Release, bei so einer großen Geschichte, die für uns Counter-Strike-Spieler ja doch wirklich jetzt auch langsam mal Zeit wurde, gerade da will man natürlich mit dabei sein von Anfang an und das auch korrekt spielen können. Also, Daumen sind gedrückt. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Danke für die Kommentare und für die Likes. Falls ihr noch irgendwas darüber wisst, haut's gerne in die Kommentare. Wir lesen uns dort. Kuss geht raus, Allah, und bis später im Livestream. Heute starten wir wieder um 18 Uhr, so wie jeden Dienstag, Donnerstag auch wieder 18 Uhr und Freitag ab 20 Uhr, dreimal die Woche fest. Kommt dran, Viewer Games, Giveaways, jede Menge Spaß. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.